Ex-Hurricane Kirk ist dann ja doch jetzt da. Erstmal jetzt mit doch teilweise kräftigen Regenfällen über Deutschland, vor allem im Westen, bis in die Mitte hinein sich erstreckend. Aber zusätzlich kommt auch noch ein Sturmfeld dann später rein. Das wird dann so Baden-Württemberg bis Sachsen ziehen, wird dann 90 bis 100 km/h örtlich bringen. Also ein schweres Sturmtief ist da jetzt auch noch mit bei, neben dem Starkregen einer der Hauptaspekte. Damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Just It's Wetter zu diesem Update zum Ex-Hurricane Kirk beziehungsweise zu diesem Sturmtief, das uns jetzt erreichen wird mit diesen kräftigen Regenfällen. Wir wollen auch direkt loslegen und das ist dann jetzt mal die Großwetterlagenkarte für den für den morgigen Donnerstag und da sehen wir hier diesen Tiefkern etwa Richtung NRW liegend und südlich davon muss man dann noch mit diesen wirklich sehr, sehr starken Windböen rechnen, teilweise die dann in den Gipfellagen bis in den Orkanbereich durchaus reingehen könnten. Auch im Flachland sind dann doch im Süden schwere Sturmböen durchaus möglich. Danach, nachdem dieses Sturmtief durchgezogen ist, kommt aus Nordwesten deutlich kühlere Luft nach Deutschland geströmt oder strömt deutlich kühlere Luft nach Deutschland. Und da wird es dann in der Nacht zum Freitag auf Samstag relativ kühl werden mit verbreitetem Frost. Also der erste verbreitete Frost wäre dann durchaus möglich. Schauen wir uns jetzt mal die Windböen als nächstes an. Und da habe ich mir jetzt nochmal diese Karte hier rausgesucht. Als allererstes nach dem Eigenmodell. Und da sehen wir sehr, sehr gut, wie hier im Südwesten diese Windböen dann aufkommen, mit teilweise in den Gipfellagen bis 120, 130 km/h. Selbst im Flachland sind noch über 100 km/h möglich, wenn dieses Sturmtief dann auf Deutschland trifft. Und wenn das weiterzieht, ja, da werden dann immer noch relativ kräftige Böen durchaus möglich. Da muss man dann noch verbreitet auch nochmal mit schweren Sturmböen rechnen. Aber noch mehr war das hier, wenn dieses Sturmtief dann auf Deutschland trifft mit diesen schweren Böen. Schauen wir uns das Icon D2-Modell an und auch dieses Modell rechnet jetzt mittlerweile bis zum morgigen Donnerstag und das rechnet auch hier, wenn dieses Sturmtief im Südwesten ankommt, dass dann hier dann doch diese wirklich sehr, sehr schweren Böen es geben wird mit Orkanstärke in den Gipfellagen. Und auch dieses Modell lässt das Ganze bis nach Nordbaden-Württemberg weiterziehen. Würde dann auch in Nordbaden-Württemberg und Südrheinland-Pfalz schwere Stürme bringen. Nördlich davon ist es halt der Regen. Apropos Regen, schauen wir jetzt mal drauf. Jetzt fangen wir an mit dem heutigen Mittag, mit den Niederschlägen, die dann so langsam losgehen sollen. Und da sehen wir auch hier schon allmählich im Westen, wie dieser Dauerregen hier aufkommt und sich immer weiter intensivieren wird. Und wenn wir noch weiter Richtung Frankreich jetzt schon, da sehen wir, dass dieser Niederschlag einfach gar nicht aufhört, dass da immer neuer Regennachschub dann wohl nachkommt, mit immer mehr größeren Niederschlagsmengen, die dann akkumuliert werden. Und da sehen wir dann in NRW weiterhin diese kräftigen Regenfälle, die werden sich auch noch bis in den Donnerstag hinein erstrecken, bis dieses Tief dann hier weiter Richtung Westen noch über Nordfrankreich bald zu Ende ist. Und dann hören die Niederschläge dann wohl im Laufe des Donnerstags wohl wieder auf. Schauen wir uns die Niederschlagsmengen jetzt nochmal an bis zum 11.10., also bis zum Freitag. Und da sehen wir hier jetzt als allererstes nach dem Eigenmodell, dass da doch einiges an Niederschlag durchaus runterkommen soll. Vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz kommt dann wohl am meisten an Niederschlag wohl runter. Richtung Osthälfte von Deutschland eher gar nichts, aber Richtung Nordosten. Dort muss man dann doch mit relativ hohen Niederschlagsmengen dann noch verteilt rechnen, denn hier zieht dieses Tief ja mit diesen Starkregenfällen entlang. Schauen wir uns als nächstes das GFS-Modell an und dieses Modell rechnet die höchsten Niederschlagsmengen genau über NRW, rechnet dann doch teilweise an die 100 Liter pro Quadratmeter. Die anderen Modelle rechnen auch relativ hohe Niederschlagsmengen, aber dieses Modell, das haut in Sachen Niederschlägen nochmal einen raus. Schauen wir uns noch das Icon D2-Modell an und auch dieses Modell rechnet dann doch diese Niederschlagsmengen in diesen Bereichen hier etwa in NRW dann verbreitet. Ein sehr, sehr regnerischer Tag von Mittwochmittag. Kommen hier dann doch diese Niederschläge auf. Auch an den Alpen gibt es ein bisschen was an Niederschlag.
Jetzt habe ich 2 Warnkarten erstellt. Einmal hier für die Sturmgefahr habe ich noch in Orange gelassen, weil so stark ist das jetzt auch nicht. Das ist ein ganz normaler Herbststurm mit einzelnen schweren Sturmböen bzw. Orkanböen, die dabei sein können. Natürlich könnten Bäume umstürzen, da sie noch belaubt sind. Aber das wird jetzt nichts so Großes werden wie Orkantief Kyrill damals. Und da hätten wir nämlich diese Zone dann einmal vom Südwesten bis in den Osten sich erstrecken mit diesen höchsten Windgeschwindigkeiten. Und eine andere Zone habe ich jetzt auch noch markiert mit diesen Starkregenfällen. Einmal von Nordfrankreich bis nach Südniedersachsen rein gibt es dann doch die höchsten Niederschlagsmengen, die hier aktuell berechnet werden. Gehen wir noch zum Schluss jetzt rein in die Ensembles. Da schauen wir dann jetzt auch noch mal ein bisschen genauer drauf. Die Ensembles jetzt hier für Norden. Und da sehen wir dann noch diesen sehr, sehr deutlichen Abwärtstrend auf eher unterdurchschnittliche Temperaturen. Und zum Ende des Vorhersagezeitraums haben wir hier deutlich überdurchschnittliche Temperaturen in Norddeutschland und dazu ein paar Niederschlagssignale. Ähnliches Spiel im Osten, zumindest bei den Temperaturen. Niederschlägen eher gar nicht, da kommt wie gesagt fast gar nichts an Niederschlag vom Himmel, aber bei den Temperaturen haben wir auch hier diesen Abwärtstrend und dann gehen wir auch hier hoch auf überdurchschnittliche Temperaturen. Im Süden ähnliches Spiel, eigentlich nur überdurchschnittlich zum Ende des Vorhersagezeitraums mit ein paar Niederschlagssignalen und zum Schluss der Westen, in diesem Fall habe ich mir Krefeld rausgesucht und da sehen wir dann ähnlich wieder sehr, sehr viele Niederschläge zum Anfang des Vorhersagezeitraums mit einer Range, die dann zum Ende des Vorhersagezeitraums durchaus gegeben ist. Das war's mit diesem Update. Vielleicht gucke ich mal, dass ich heute Abend noch ein Update aufnehme zum Hurricane in Florida. Aber da muss ich noch gucken, ob ich zeitlich dafür Zeit finde. Ich habe nämlich Spätschicht und wir sehen uns dann im nächsten Update wieder und kommt gut durch diesen stürmischen Tag.